Da wir ja noch eine Woche hier bleiben, denke ich, das sollten wir hinbekommen. Meine Herren, wie steht es um Alchemiker? Habt ihr da noch einen Bedarf? Ich müsste zu Hause noch einmal in meine Tasche sehen. Ich habe gnädigerweise nicht allzu viel gebraucht, aber Heiltränke sind nie schlecht. Ich denke auch, alles, was heilt, ist prinzipiell nicht verkehrt. Und sinnvollerweise wäre für euch, denke ich, auch so etwas wie, ja, um im Dunkeln sehen hilfreich, genauso wie diese Schwadenbeutel, die ich in Aranien gekauft habe. Feuertropfen? Ja, Die genau so. Tränen, richtig. So heißen die. Voltax, könnt ihr Drachenpaste herstellen? Nein, ich bin kein probater Alchemist. Das tut mir leid. Ich kenne sicherlich die eine oder andere Pflanze, die dafür verwendet wird, aber es selbst herzustellen, das übersteigt meine Fähigkeiten. Wie wäre es mit etwas, das geeignet ist, unseren Geruch zu verdecken? Wir werden sicherlich das ein oder andere Mal mit Untoten zu Oh tun ja, haben. Oder natürlich. anderen Dingen, die Ich kann sich mit ihrem gerne Geruchssinn orientieren. ein bisschen Xolosh Nummer 5 kaufen. Das überdeckt unseren Geruch wunderbar. Wir riechen dann nach Stollen und Pilzen. Untote verfügen über so etwas wie einen Lebenssinn. Das heißt, sie orientieren sich nicht an Geruch, sondern über magische Art und Weise. Na, Dann könnte uns tatsächlich. eventuell Abel mir weiterhelfen mit einem Schleier der Unwissenheit. Verfügt über diesen Kantus. Ich verfüge über diesen Kasus, allerdings bin ich nicht sehr geübt darin, wie ich gestehen muss. Dann schlage ich vor, hier von ganz zu üben. Ein weiser Vorschlag von euch. Hört ja dann, wie sieht das aus mit Untoten, die über keine Nase verfügen? Verfügen sie dann über keinen Geruchssinn? Oder über Untote, die keine Augen haben? Wenn sie verfault Nun, sind, sie können es trotzdem wahrnehmen. jetzt, wo ihr sagt, ja, so habe ich das noch nie betrachtet. Ich dachte immer, sie würden riechen, denn ihr sagtet ja, sie müssen nicht sehen, um einen zu sehen. Skelette haben weder Augen noch Ohren und keine Nase. Trotzdem können Skelette wahrnehmen. Das heißt, sie werden über magische und astrale Wege mit uns kommunizieren können, beziehungsweise wechselwirken und uns auf diese Art und Weise sehen. Und was ich beachtlich finde, ist, dass Tiere sämtlicher Art und Weise von diesem Lebenssinn nicht berücksichtigt werden. Das scheint mir sehr großartig. Och, das ist ja praktisch. Das ist ja, also in der Theorie ist das natürlich hochinteressant. Das sollte man einmal genauer untersuchen. Naja, aber mit Untoten machen wir ja kurzen Prozess, denn für Untersuchungen haben wir eigentlich keine Zeit. Ich sprach dann eher für, also der Schleier als Schutzmaßnahme, wenn wir gegen Hunderte oder Aberhunderte von Untoten kämpfen müssten, würde ich jedoch durchaus vorziehen, dass wir uns verbergen. Durchaus, ja. Ich habe tatsächlich in der letzten Zeit ein wenig den Araucania Deleatur geübt. Ausgezeichnet. Aber es wird natürlich sehr helfen, wenn Abel mir das Gleiche tun würde. Natürlich. Damit Und wir. wenn Sie die Tiere nicht wahrnehmen, könnten wir uns ja zur Not auch noch in Tiere verwandeln. Mir ist jetzt nicht klar, wie ich mich in ein Tier verwandeln sollte. Abgesehen davon, wie nehmen wir dann unsere Sachen mit? Ja, gar nicht. Dann bin ich dagegen. Vielleicht werden wir an die Stelle kommen, dass wir schnell fliehen müssen und alles zurücklassen. Ich will es nur als Möglichkeit in den Raum stellen. Nun, diese Möglichkeit steht aber nicht allen offen, also scheidet sie aus. Gut, dann haben wir zumindest für die nächste Woche einiges zu tun. Wieso? Was haltet ihr davon, werden wir uns jetzt in die Hesinde-Bibliothek verabschieden? Eine hervorragende Idee. Ich freue mich schon darauf. Wir können auch vorher noch Möchte einen jemand Spaziergang mit? durch die Stadt machen. Oh ja, und sehen, was alles Neues gibt. Und durch den Park gehen. Das würde ich gerne tun. Ich roll mit den Kommt, lass Augen. uns losgehen. Gut, Was das so denn? vergeht die Zeit. Abelmir, gib mir doch mal bitte eine Probe auf Alchemie für ja, den Heiltrank. Du kannst dann natürlich gerne Punkte ansparen. Du kennst das ganze Prozedere. Brauschwierigkeit eines Heiltranks. Ist plus zwei. Ja. Wir haben ein Alchemistenlabor. Für den Heiltrank braucht man nur ein archaisches Labor, also ist zwei Stufen besser. Wir bekommen dadurch eine Dreier-Erleichterung. Die Laborausrüstung war das letzte Mal hochwertig und ich denke, es gilt immer noch. Sie haben ebenfalls mal eine Erleichterung von 3. Ich habe also insgesamt eine Erleichterung von 6 Punkten. Ich würde 6 Talentpunkte zurückbehalten,
Das erleicht, gibt später nochmal eine Potenzierung. So. Das kann er, da er die, da die Laborstufe, die höhere, auch aufgerechnet wird in die Punkte, die er sich als Erschwernis nehmen kann. Genau, also es ist plus minus 0. Das Protokoll. Dann würde ich den Tank auch astral aufladen mit 8 ASP. Okay, ja gut, kannst du wieder sowieso regenerieren über die 7 Tage. Genau, es gibt nochmal plus 4. Als viel später für die Qualitätsstufe. Ich würfel jetzt mal. Kannst du auch offen machen. Ich gehe davon aus, dass du ihn analysierst. Also kannst ihn auch verdünnen. Die Zeit sollte, glaube ich, auch da sein. Warte mal kurz. Okay, das war nicht gut. Ich würde einen Chip ausgeben. Ja. sonst hätte ich jetzt mein WDR aufgemacht und dann das mal nach, war den, nicht gut. Nach den explodierenden Tränken geguckt. Das fängt ja gut an, der Abend. Wenn das der einzige Wurf ist, den wir heute machen, bin ich zufrieden. Also ich Chip verwirrt ausgeben und nochmal würfeln. Würfel sind verflucht. Oh, ja, Mann, das ist wow. Nicht gut, Alter. Aber es ist halt nicht gepatzt. Was ist das? Ist das gelungen oder hast du keine Schweren das getragen? Ach so, ja, es stimmt, du hast recht. Ach, du nicht auf plus minus 0, hast du das nicht gerade gesagt? Ja, 3, 6 Punkte Erschwernis. Ah, und dann kommt die Braunschwierigkeit von 1. Du hast also die Probe gerade so geschafft. Dann warte, die Braunschwierigkeit ist 2, die Analyse ist 1. Ja, genau. Schade. Kannst du nachträglich noch eine ASP reinstecken? Ich meine nicht. Nein, die ASP gilt nicht, die Erleichterung, die gilt nicht. Das ist nur für die Quali-Probe. Ja. Er könnte nachträglich reinstecken, wenn er Meisterhandwerk hätte. So. Die erste Charge sozusagen misslungen, könnte man sagen. Ja, zieh dir mal 10 Dukaten ab. Das ist jetzt ein M-Heiltrank. Ein M-Heiltrank. Ja, den schütte ich wahrscheinlich gleich, gebe ich der Katze oder den Pferd. Warte, er kann die Analyse patzen. Gib mir mal erst die Analyseprobe. Den Eisbär nehme ich mit zur Beschwörung. Ich will erstmal die Analyseprobe haben. Du brauchst natürlich auf alle Fälle das Zeug auch weiter. Die Analyse ist im Einser spät, wie gesagt. Darf der meinen? 18 gewürfelt, ne? Zum Glück gesagt. Du musst Glück haben. Es ist nicht so gut. Es ist echt nicht so gut. Ich glaube, plus 4 reichen, um rauszukriegen, dass was verdorben ist. Ja. Ja, was machst du mit dem Trank? Wegstellen für besondere Gelegenheiten. Keine Ahnung. Kannst du Beutags als Stinktöpfchen geben? Man sollte sowas nicht wegschütten, wahrscheinlich, vermute ich. Nein. Gib's nicht die Blume, guck, was passiert. Organische und anorganische Lösungsmittel werden getrennt. So, dann nächste Probe. 10 Dukaten abziehen. Ja, also noch einmal. Junge. Mensch, heute ist nicht mein Tag. Ich trage gleich mal die Erschwernis ein. Ja, bitte. Da ist auch eine 19 mit dabei. So. Aber die plus 2 ist mit drin. Ja. Wie gesagt, ich habe ja 6 Punkte zurückgehalten. Ich halte 12 Punkte. Ach, ich muss 2W6 noch drin. 2W6, genau. Plus 12. Sag ich gleich. Kannst du aber durchrechnen. Das sind 5 plus 12 plus 4. Sind plus 16, 21 ist Qualität D. War nicht so gut. Dann solltest du es nicht verdünnen. Es reicht für die. Ja, ich weiß nicht, wie viel ich davon gemacht habe. Eine. Ja, wie viele würdest du gemacht haben? 6 Helden. Ja, 6 Helden, 6 Tricks, Tränke. Ja, dann zieht ihr mal nicht 10 Dukaten ab, sondern 60 Dukaten. Alles klar. 60 Dukaten weniger und dann. Genau. Damit werde ich wahrscheinlich den ganzen Tag beschäftigt sein, vermute ich. Ja, die ganze Woche über dann sicherlich. Du kannst mir nochmal für die Grobschmied, für die doppelwandige. Da wollte ich eigentlich zum Siemer-Tempel gehen, weil meine Grobschmiedkenntnisse sind nicht so spektakulär. Ja. Und ich denke, vielleicht sogar bei einem Schmiedegesellen in einer Schmiede in Darit. Oh, ja, ich überlege gerade. Gib mir mal eine Etiketteprobe. Die Hälfte deiner Götter und Kulte kannst, also erstmal Götter und Kulte, da kannst du dann die Hälfte in eine Etiketteprobe übernehmen. Sekunde. Und dann kannst du tatsächlich zum Simia-Tempel gehen und die werden dir das nämlich nicht aus. 9 also halbe sind 10, sind 5 Punkte, genau. Reicht doch halt rein oder gibt es einen Bonus? Das ist eine Erleichterung von 5 Punkten. Das sind keine neuen THW, die du dazu kriegst. Die werden dir jetzt auf alle Fälle, wenn du jetzt nicht patzt, werden die das aus Glas bauen. Doppelwandiges Glas.
Ja, sind 12 Punkte. Wenn du das Zeug jetzt nämlich aus Eisen machst, doppelwandiges Eisen macht überhaupt keinen Sinn, weil Metalle leiten Wärme, Wärmeleitung, Glas leitet nicht, dementsprechend das, was im Inneren kalt ist, bleibt auch im Inneren kalt. Und die können das Glas natürlich auch dunkel machen oder die können das grün machen, dass ja, das Innere dann definitiv grün leuchtet, wenn du denen das erklärst, dass das... Meine Furcht war nur, dass das Glas hier zerbrechlich ist und... Ja, ist es natürlich. Das wird in Butter eingegossen, aber... Ha. Gut. So, du musst einfach, Alchemiker, transportierst du in Glas und nicht in Eisen. Mhm. Ja, unser Problem ist jetzt gerade, dass wir das Eisen hier wollten, weil man aber nicht ihn durch hell sehen kann. Ja, das ist mir schon klar, aber das macht trotzdem keinen Sinn. Also einfach grünes Glas, du kannst da ja kleine Farbsplitter reintun, damit es dann beim Mischen ja, grün wird. Oder Keramik. Ja, Simia hat tatsächlich sogar auch Keramik. Also Porzellan wahrscheinlich, keine Porzellan, Keramik. Ja, klar. Wir werden also so oder so diese Karawane aufbringen müssen. Ja, wir werden wahrscheinlich irgendwie, also Glas oder Porzellan halt wahrscheinlich noch eine extra Schicht drumherum machen. Dann kommt diese Keramikschicht, wie gesagt, mit der Füllung aus Eis und in der Mitte halt dieses Füllung aus Eis brauchst du nicht, weil Luft ist kein Wärmeleiter, zumindest ziemlich schlechter. Also einfach nur doppelwandiges Glas. Und du gießt das in Butter ein. Da kommt der Spruch auch her. Alles in Butter. Gut, Boltax. Ja, wie gesagt. Eis-Gin rufen bitte. Genau, dann würfel ich einmal eine entsprechende Probe. Genau, kannst dir Zeit lassen. Einfach mal würfeln. Ich glaube, das ist nicht so das Problem mit deinen Werten. Ich suche, ja gut, ich habe den Gin-Ruf nur auf 10, aber ich habe halt die entsprechenden Affinität zu Elementaren. Ich suche einen ordentlichen Ort aus. Ich würde von meinem Kristall, von meinem Bergkristall, den ich hier gezüchtet habe, ganz viel mitnehmen, dass ich den da rein beschwören kann. Und dann mal schauen. Das sieht gut aus. Wolltest du den auch mitnehmen oder wolltest du damit jetzt nur einmal kurz lernen? Genau, nur einmal kurz zum Lernen. Ja. Also ich will den nicht mitnehmen. Ja. Wo machst du das unten in deiner kleinen Höhle? Ja, ich würde das, ich weiß nicht, ich würde einen Ort suchen, der passender wäre, also irgendwo, wo die Natur schon so ein bisschen am Verdorren ist und wo es, ja, also im Idealfall halt, wo abgestorbene, tote Bäume etc. pp. Sind, also wo das Dämonenbrache bietet sich an. Nee, nicht in die Dämonenbrache. Da hätte ich das mit der wahrscheinlich nicht geschafft, mit dem Wurf. Aber halt so ein bisschen vor die Stadt, mich natürlich auch rituell reinigen und so weiter und so fort und den Geistern beschwören. Gut, dann kannst du erkennen, wie der Djinn oder die Djinni-Kristallglanz erscheint, ein Djinni des Eises. Und die du dann anrufen möchtest, gib mir mal bitte eine Kontrollprobe für den Djinn. Ja. Ja, das ist gelungen. Wollte gerade sagen. Was möchtest du für Zauber von Kristallglanz lernen? Ich will eigentlich nur den, nicht Ignifaxius, sondern wie heißt der denn? Frigifaxius. Lernen. Ich denke, weitere Zauber kann sie mir auch gar nicht beibringen, die mich jetzt groß interessieren. Ja, nur den. Ja, also... Olidirit kann sie mir nicht beibringen, oder? Olidirit, die Brücke aus Licht? Ach nee, warte mal, Metamorpho, damit habe ich es verwechselt. Sorry! Deshalb, also ich habe jetzt nur auf Eiszauber primär geguckt und da sind halt nicht so viele in geodischer Repräsentation da, die mich interessieren. Der einzige andere wäre noch hier Stillstand und ich wette, den kriege ich nicht. Also von daher... Was hat er für eine Verbreitung? 2, glaube ich, oder? Und was tut der Stillstand? Ein Stase-Kokon, mehr oder weniger. Also, das ist... Die Zeit vergeht nicht in einem Kreis. Genau. Zone. Willst du den haben? Ich würde den auf jeden Fall gerne haben wollen. Der Zauber ist krass, aber... Also, wenn ich ihn lernen kann, dann würde ich das machen. Gibst du mir deinen Schicksalspunkt? Ja. Doch, dann kannst du doch Stillstand haben. Geil. Wir wissen, Boltax zu denen nichts Relevantes, der darf den Zauber ruhig haben. Dankeschön. Richtig, steht einfach nur rum, vielleicht wird auch irgendwann mal cooler Kampfmagier damit. Ja, hier, Verbreitung Achatz 3, Geodisch 2, den hätte nie einer von uns sonst irgendwie gesehen. Ja, Stillstand kannst du haben für den Schicksalspunkt. Eldan Gorbas möchte Berufsgeheimnissen.
Natürlich, natürlich. Als erstes wird natürlich eine Zeichnung des örtlichen Praios-Tempels angefertigt, aus der Erinnerung. Da bin ich auch oft genug. Von welchem Praios-Tempel? Es wird ihre... Von allen. Natürlich. Ich bin natürlich ständiger Besucher in jedem Tempel. Für die vier Fürsten Illuminata. Und dann würde ich aus dem Gedächtnis, aber hauptsächlich, weil ich ja selbst in der Szene anwesend war und zu Tränen gerührt, Krönung ihrer Majestät aufmalen. Hinter ihr würde ein goldener Schein hinter ihrem Thron aufgehen. Sämtliche anderen Personen würde ich ohne Gesichtszüge malen, da wir unwichtig sind in ihrer Anwesenheit. Ja. Ein Praios-Geweihter, also der dem Zuschauer den Rücken zudreht. Man weiß natürlich, dass es Eldar Gorbas ist, aber... Ich würde mich jetzt so nicht... Also ich würde mich malen, aber es würde jetzt nicht... Wenn man mich nicht kennt, würde man das auf dem Bild nicht erkennen. Es geht nur darum, dass man sie erkennt. Ja, ausgezeichnete Idee. Dass du hier wohl meine goldene Hand nicht vergisst. Ja, und dann ganz klein in der Ecke. Kriege ich da hier meinen Bonus für Porträt drauf? Es ist ja kein Porträt. Gib mir erstmal bitte die Probe für den Sonnentempel. Ja. Warte mal, ich muss eben was schauen. Du hast ein Berufsgeheimnis, ne? Ich hätte 16 Punkte anzubieten. Ah, nur 16 Punkte. Gut. Das ist das Gemälde von der Stadt des Lichts. Dann kommt jetzt die Krönung. Da kannst du dir die Porträtpunkte... Ja, das möchtest du die 20 natürlich. Die 20 Chippy? Ja. Gerade auf die 12, ne? Deine Fingerfertigkeit ist nicht so. Ah, keine Doppel-1. Ah! Dann hast du. Die 8 Punkte mehr, ne? Ja, du hast 8 Punkte mehr. Dann hast du die vollen 21. Ja. Junge, Junge. Ein schönes Werk. Ich muss doch einen Rahmen besorgen. Und Eldar würde ganz panisch aufspringen und zu seinem beliebtesten Rahmenhersteller gehen und sofort einen Rahmen in Auftrag geben. Ja, normalerweise kostet so ein Rahmen 50 Dukaten, aber du hast dem Rahmenhersteller hast du sicherlich schon mal das ein oder andere Porträt unter der Ladentheke mal rübergereicht, dass er dann natürlich auch bei sich ausgestellt hat. Dementsprechend kostet dich der Rahmen nichts, sondern mit besten Empfehlungen und den besten Grüßen wird er dann dein Bild auch rahmen. Es ist wie immer eine Freude, mit euch zusammenzuarbeiten. Grüßt mir Beilung. Natürlich, natürlich, ja. Ich werde euch empfehlen, überall, natürlich. Ja, würde erst noch passt bloß auf, dass die fiesen Alchemiker von Abelmir deine Gemälde nicht berühren. Ja, ich würde es jetzt in edles Tuch einschlagen und dann vollkommen kaputt ins Bett fallen. Ja, hat eine Woche gedauert, aber du bist hochzufrieden. Isarun. Jawohl, wir wollten in den Hesindetempel gehen. Genau, da möchtest du lernen über Teriak. Genau. Und alles, was irgendwie damit zu tun hat, also irgendwie Handelsrouten und so, falls sich darüber irgendwie was finden lässt, bekannte Händler davon, damit man irgendwie Name-Dropping betreiben kann, falls man mit jemandem reden muss. Mhm. Gib mir doch mal eine Staatskunst. Och, ich finde Staatskunst finde ich gut. Plus 7. Spezialisierung Schwarze Lande würde zählen. Ah, Kulturkunde meinst du jetzt? Kulturkunde Schwarze Lande, genau. Ja, die habe ich tatsächlich. Du kannst ja auch für Staatskunde könntest du ja zusätzlich nochmal eine Spezialisierung erwerben. Aber dann, ja, wenn du die Spezialisierung hast, ist es nur eine Plus 3. Also ich habe die Kulturkunde, aber nicht die Spezialisierung. Ja, ist dann eine Staatskunde Plus 3. Alles klar. Oh, guck dir mal diese Kacke an. Was ist denn mit euch? Ja, das ist eine richtig miese Probe. Möchtest du Schicksalspunkt benutzen? Ja, ach, naja, machen wir mal. Machen wir mal. Ja. Gut, und dann möchtest du noch zu Saldor Foslarin, ja? Mhm. Ja, gut. Auch nicht so super gelungen, aber sie ist gelungen. Der Schwernis hast du dir eingetragen. Also es sind natürlich viele, viele Stunden, die dir Asavo allerdings dann auch was heißt versüßen. Also er wird sich natürlich um dich bemühen, wenn du dann da sitzt und teilweise fährt er mit Kopfschmerzen, bringt er dir einen Tee oder
bringt ihr ein paar Kekse oder sowas, die dann gereicht werden. Aber ihr findet dann eben das heraus, was ihr herausfinden könnt. Die Loge der Hoflieferanten des Drachen zu Wahrung. Terek ist das Elixier, was dann die Nekromanten, Obristen und die Drachenkadisten brauchen, was alleine aus Gloranas Eisreich kommt, die tatsächlich dann auch sehr groß ist. Das Ganze wird geschöpft mit riesigen dämonischen Spitzen, die in das Eis getrieben worden sind und die dann das Teriak aus der Essenz von Sumo herausreißen. Der Verbindungsmann ist wohl Parel Notgelf, ein kleiner rothaariger Mischling. Man ist sich nicht ganz sicher, ob er Norbade oder Nivese ist. Zumindest kommt er dort oben und besitzt wohl so etwas wie ein Monopol. Ist also da dann der Verbindungsmann, der in Wahrung sitzt und dann die Teriak-Lieferung annimmt. Du kannst natürlich dann auch noch den Namen von Belshi Rasha benutzen. Jalan hatte dich da vielleicht auch im Vorfeld darüber aufgeklärt, was genau da mit Belshi Rasha gelaufen ist. War dann die Lieferantin, die in Yol Gurmak dann das schwarze Teriak bzw. das grüne Teriak gebracht hat. Genau. Okay. Die Loge der Hoflieferanten des Drachen zu Wahrung mit dem Norbaden-Nivesen Parel Notgelf. Die Wege werden über den Goblinstieg, den Sichelpass und die grüne Ebene angetreten. Also man wird da vor allem dann die xeranische Piratenküste meiden. Das hat man mal versucht, aber selbst Xeran wird die in Anführungsstrichen eigenen Männer und Frauen dann überfallen mit seinen Piraten und dann das Teriak für sich behalten. Also die Idee, dass da Steuern bezahlt werden, ist gut, aber Xeran ist halt gierig genug, dass er dann das Teriak selbst behält. Ja, was möchtest du von Saldor Foslarin als Giftschrank-Alchemiker? Ich möchte gerne schauen, ob es einen Invercano-Schild gibt, ob es ein Ignorantia-Amulett gibt, einen Teppich mit einem Schutzkreis gegen Untote, der also groß genug ist, dass sich mehrere Leute darin aufhalten können. Und am allerliebsten hätte ich noch gerne ein Artefakt, in das ein Hellsich drüben in der Zonenvariante eingesprochen ist. Vielleicht sogar als Matrixgeber. Das könnte man zur Not auch, denke ich, bei der Akademie der magischen Rüstung in Auftrag geben, falls es dort nicht vorhanden ist. Der Invocano-Spiegeltrick wirft einen Zauber zurück, ja? Und das auf einen Schild appliziert. Auf einen Schild. Was ist das für ein Schild? Spiegelschild? Also nee, der Zauber ist auf einen Schild. So ein Holzschild oder was? Variante des Zaubers meistens nach. Gibt es auch als Variante, genau. Aber ich hatte das jetzt so verstanden, dass der auf einen physischen Schild, also ein Artefakt in Schildform sein sollte. So nach dem Motto, wir haben Holz. Ich glaube ein blank polierter Buckler. Boah, na gut, dann machen wir also so einen kleinen Mini-Buckler, genau. Wird doch eher etwas sein, dass Magier mit sich rumführen, da so einen riesengroßen Holzschild. Gut, nehmen wir. Wer von uns kann denn überhaupt mit Schilden umgehen? Ich glaube nur Jalan, oder? Kann das sein? Jalan. Also du kannst ihn auch so halten, aber... Also du kannst ihn, glaube ich, mit einer Intuitionsprobe umblocken, statt mit einer Schildkampfprobe. Aber ja, ich kann mit Schilden umgehen. Gut, Invercano mit 3 Aufladungen gebe ich dir mit. Ignorantia verdeckt dich in Menschenmengen, macht dich da dann uninteressant, so sag ich mal. Wie stellst du dir das Artefakt vor? Medaillon oder eine Robe? Eine Robe? Ja, ich würde schon sagen, Medaillon oder eine Kopfbedeckung. Ein Gesichtstuch. Ein Schleier. Naja, ich dachte eher so eine Kopfbedeckung. Du hast einen Halbschleier vor Gesicht ziehen und wird dadurch aktiviert. Oder halt eine Kapuze. Beim Überziehen wird es aktiviert. Oder so ein Kapuzenmantel. Kapuze. Nehmen wir eine Kapuze. Kapuze für eine Person 2 Aufladungen. Die Sternchen kannst du mal 20. Würfel mal 1W20. 12. Und das heißt, da sind 12 Sternchen drauf. Hilft auf alle schon mal gegen die Magieresistenz von anderen Leuten, beziehungsweise die Sinnschärfeprobe. Du willst einen Teppich haben, der Entschwörung erleichtert?
Nee, das ist tatsächlich sowas wie ein Schutzkreis, also bei den Bann- und Schutzkreisen, die ja unter Zauberzeichen geführt werden. Ja. Und da hätte ich gerne einen gegen Untote. Schutzkreis. Hast eine Person drauf? Nee, RKW halbe Meter, also der Durchmesser. So. Genau. Dann haben wir nur ein Sternchen übrig. RKW? Ja, Ritual kennt das Wert Sternchen. Nee, RKW, nicht Sternchen. RKW, okay, gut. Dann. Also RKW habe ich im Moment 13, also wenn das halt irgendwie so ein, keine Ahnung, Artefakthersteller ist, der wird dann vielleicht ein bisschen mehr haben oder so. Du benötigst eigentlich Zauberzeichen, glaube ich, dafür, oder? Genau, man benötigt Zauberzeichen, um so ein Artefakt herzustellen. Aber die Ritualkennz, die herangezogen wird, ist die der Magier, wenn das deine ist, die du hast. Oder die Alchemisten, wenn es ein Alchemist war, etc., etc. Ja, okay. Plus oder Minus? Amiseron. Ach, verdammt. Du kriegst den Teppich. Können wir das shippen? Jemand anderes kann das für mich vielleicht shippen. Ja, ich wollte gerade sagen, deine Shippies sind weg. Habt ihr alle noch einen? Ich hab noch einen. Ich wollte eigentlich heute noch eine Weihe würfeln. Iseron, wie wichtig ist dir dieser Teppich? Also den Teppich kriegt sie so oder so, aber ich weiß nicht, was mit dem Teppich ist. Richtig. Willst du das Glücksspiel eingehen? 3, 2... Oh, nee, ist mir zu unsicher. Für etwas, das vielleicht scheiße ist, jetzt ein Chip auszuwürfeln, damit es vielleicht nicht scheiße ist. Ja, sie kriegt den Teppich. Ich notiere mir mal das Minus. Hellsicht drüben als Matrixgeber. Also in der Zonenvariante am liebsten. Du kriegst eine Thesis. Du kriegst eine Thesis, Hellsicht drüben. Mit Lehrmeister bis 10. Okay. Musst du selber ab hier reinstecken. Ja. Artefakte waren wohl geradeaus. Oder willst du was anderes abgeben? Keine Ahnung. Also das sind jetzt die vier Sachen, die mir eingefallen wären. Ja, wenn du einen Evacano abgibst oder einen Ignorantia abgibst, dann könnte da doch vielleicht noch irgendwas hinten rumliegen. Will ich den Teppich abgeben? Nee. Was bitte? Der Teppich ist wichtig. Der Teppich ist gut. Ich will den Teppich nicht mehr. Ich will ihn nicht mehr. Gib ihn weg. Doch, der Teppich ist super. Also, wenn du Ignorantia oder Invercano abgibst, dann kriegst du dort deine Hellsicht drüben. Sonst musst du Arbeit mir anhauen, dann musst du ja das lernen. Es ist ein C-Zauber, also mit Lehrmeister steigerst du ihn auf B. Ja. Gib den komm, Ignorantia ab, ich hab. Dann gibst du den Lehrmeister. Warte mal, ich guck mal, ob ich den schon aktiviert habe. Überlegst dir, Jalan, was tust du? Zwei Dinge. Zum einen wollte ich versuchen, ob ich mich mit Palligan treffen kann, um ihn über die Details oder darauf auszufragen, was er über den Teriakandel weiß. Wenn da nichts mehr rumkommt, dass bei Iseron kann man da springen. Er wird das Gleiche wissen, ja. Und dann möchte ich mich in die Ruinen des Bannstrandatoms begeben. Natürlich zum einen zum Beten, zum anderen um eine Objektweihe durchzuführen. Eine Objektweihe? Objektweihe. Was möchtest du weihen und Ich möchte mit einer Grad 4 Objektweihe mein Pradas Amulett weihen. Und ich möchte auch die Grad 2 Liturgie der Goldenen Rüstung hineinsprechen. Goldene Rüstung? Ist das ein Praios Amulett oder ist das ein zweiköpfiger Greif von Alduin?